In der türkischen Hauptstadt Ankara ist das Hauptverfahren gegen den prominenten pro-kurdischen Oppositionspolitiker Selahattin Demirtas fortgesetzt worden. Der Kritiker von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sitzt wegen Terrorvorwürfen seit mehr als 2 Jahren in Untersuchungshaft. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte die Freilassung von Demirtas angeordnet. Erdogan hatte allerdings gesagt, er fühle sich daran nicht gebunden. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sagte: Wir erwarten in der Türkei konkrete Fortschritte in der Rechtssicherheit und bei grundlegenden Freiheiten zu sehen, einschließlich bei denen von Herrn Demirtas. Vergangene Woche hatte ein Berufungsgericht in der Türkei in einem anderen Verfahren wegen Terrorpropaganda eine mehrjährige Haftstrafe gegen Demirtas bestätigt.